Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu unserem LS22-Projekt, die Alpenmap, und zwar hier auf Neu-Mini-Brunnen. Wir haben hier einen Auftrag angenommen gehabt auf der 16 und da haben wir Raps geerntet und jetzt müssen wir den Raps zur Rapsmühle bzw. zur Ölmühle bringen. Und diesmal habe ich mich auch ein bisschen vorher schlau gemacht. Ich weiß jetzt ungefähr, zumindest so ungefähr, wo diese Mühle ist. Da bringen wir jetzt erstmal den Raps weg. Das wäre dann der Auftrag von Feld Nummer 16 gewesen. Den hätten wir dann beendet. Dann haben wir ja noch einen Auftrag, wo wir Ballen pressen dürfen oder sollen. Und da sind wir auch schon fast fertig mit dem Mähen. Und anschließend habe ich schon wieder einen Auftrag angenommen, um, ich weiß es jetzt gar nicht, Hafer oder etwas Ähnliches zu ernten. Ganz in der Nähe von unserem Hof auf Feld Nummer 13, wenn ich richtig weiß. Ist übrigens auch ein Feld, was interessant sein könnte, dann für die Zukunft zum Kaufen, weil das ja, wie gesagt, ganz in der Nähe ist. Das heißt, wir müssen gleich hier, wenn er irgendwie hier mal hier um den Hang bzw. um die Kurve rumkommt, müssen wir dann unseren Drescher umsetzen. Das heißt, das Schneidwerk auf den Schneidwerkwagen, und dann werden wir da mal irgendwo hinfahren, nämlich zum Feld Nummer 13. Und irgendwann müssen wir dann auch anfangen, Ballen zu pressen. So, hier müsste die Ölmühle sein. Ich weiß jetzt gar nicht, hier geht's rein. Oder da können wir zumindest auch rein. So, hier ist eine Einfahrt. Natural Oils, okay. In Neu-Mini-Brunnen. Und dann haben wir den Auftrag nämlich auch erledigt. Und das bringt dann wieder Geld. So, und dann schauen wir doch mal. 154.000... Wie gesagt, wir wollen ein bisschen hier was ansparen, denn ich würde dann gerne mal irgendwann anfangen hier mit ein bisschen Forstwirtschaft. So, Augenblick. So. Ach, deswegen. Haben wir vorhin umgestellt anscheinend aus Versehen. Gut, Lohndienstleistung auf Feld Nummer 16 ist abgeschlossen und wir haben noch ein bisschen was verdient. Dann können wir auch hier gleich rein in die Aufträge. Feld Nummer 16 abgeschlossen. Feld Nummer 13, Feld Nummer 15, da pressen wir Ballen. So, das wäre jetzt natürlich spannend zu sehen, ob er es hier schafft mit dem Helfer. Aber da bin ich nicht ganz so optimistisch, vor allen Dingen durch den Verkehr, den wir hier haben. So, dann machen wir mal hinten wieder zu. Jupp. Stoppschild. Da kommt nichts, da kommt auch nichts. Dann fahren wir zu Feld Nummer 13. So, dann fahren wir am besten hier mal links herum. Jo, da kommt nichts, das passt. Okay. Ja, dann machen wir heute noch ein paar Aufträge hier fertig. So, Helfer C hat ja, ja, das wird unser Mäher sein. Dann können wir da gleich anfangen mit Ballen wickeln. Aber zuvor möchte ich gerne den Drescher erstmal umsetzen, weil dann kann der nämlich auch ein bisschen was arbeiten. Jetzt schauen wir mal, denn normalerweise müssten wir doch hier rein. Und dann müsste hier der Feldweg, dieser Wirtschaftsweg, der müsste uns doch eigentlich direkt zu Feld Nummer 13 führen. So, das heißt aber, jetzt überlege ich gerade, wir könnten dann das Schneidwerk, den Wagen dann hier ablegen, absetzen. So, das müsste doch, genau, Hafer, das müsste das Feld sein. Dann machen wir hier mal den Motor aus. Und dann schmeißen wir hier an. Okay. So, jetzt können wir. Ja, dann fahren wir nämlich einfach bei unserem Hof vorbei oder über unseren Hof. Weil dann haben wir es auch nicht so weit. So, das müsste doch passen. Genau, zack. Ah, noch ein bisschen. Sehr gut. Dann lasst uns mal ganz kurz schauen. Okay, yep, das passt. Das Feld ist soweit fast fertig. Ja, ein bisschen machen wir noch. Schauen wir mal.
Den Streifen da machen wir noch. Und zwar mit dem Frontmähwerk. So, und dann haben wir ja entdeckt, dass hier auf dem Feld ja tatsächlich noch ein Ballen liegt, ein Grasballen vom letzten Mal. Okay, Augenblick. Warte, warte, warte. Dann machen wir das so rum. Okay. So, einpacken. Quatsch. So. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Nee, wo haben wir denn unsere Gerätschaften? Den Göweil-Ballenwickler, den haben wir da. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, weil hier jetzt immer relativ viel Action. Oh, kommen wir da vorbei? Da kommen wir doch vorbei. Dann stellen wir das Ganze doch hier einfach auf den Hof. Da kennen wir gar nichts. So. Ach, Blödsinn. Ups. So, jetzt einfach. Ha? Augenblick. Jetzt bin ich ja total verwirrt hier. So, senken und abhängen. Hä? Ach, weil es so nicht zugeklappt ist. Okay, anheben. Zuklappen. So, jetzt können wir es abkuppeln. So war's. Mann, 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 Mann. Aber manchmal ist man aber auch wie vernagelt. So. Das packen wir hier hin. Sehr gut. Und dann schnappen wir uns wenigstens schon mal hier den Wickler. Von Göweil. Oh, sind wir jetzt hier in die Hecke reingefahren? Oh, der Nachbar wird es uns hoffentlich Aber ein bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer. So, von links kommt zum Glück nichts. Dann fahren wir zumindest mal hier rüber. So, okay. Dann haben wir den zumindest schon mal hier reingefahren. Sehr gut. Jetzt aber kümmern wir uns um unseren Drescher. Der wartet nämlich hier. Uiuiuiui. So, okay. Sehr gut. Ja, mit 20 km/h sind wir natürlich nicht die schnellsten, aber von da kommt nichts. Jetzt warten wir hier, bis er hier rumgefahren ist. Ach, okay. Oh, wir hören das Meer. Beziehungsweise den Teich. Okay, dann fahren wir jetzt hier rechts rum. Und dann hier links in unseren Hof. Sehr gut. Ja, ich will hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr hier über die Wiese fahre, weil da haben wir ja Fruchtzerstörung. Oh, Eier sind auch schon da. Ups, hinten hängen geblieben, okay. So, jetzt, okay. Na, zum Glück, da ist ja noch nichts passiert, weil wir haben sie erst abgeerntet. Da brauchen wir noch ein bisschen, 2 Wachstumsstufen, 1, 2, naja, okay, wir werden sehen. Okay, wo packen wir das Ding am geschicktesten hin? Dass es uns nicht im Weg steht, wenn er hier wenden will. Gut. Dann schon mal ausklappen hier. Ja, Sprit haben wir noch genug und Wartung steht noch keine an. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Auftrag noch machen. So, Delay.
Ja, jetzt müssen wir da mal gucken, da wird er bestimmt wieder ein Problem haben. Deswegen fahren wir hier dann doch erstmal manuell. Weil sonst bleibt er wieder irgendwo hängen. So, und das machen wir aus. Rundumkennleuchten machen wir aus. So. 89, 90, das sollte doch so passen. Ja, das ist nämlich immer so ein bisschen ein Problem teilweise hier an den Feldern mit den Bäumen. Da will dann der Helfer nicht vorbei und dann setzt er schon mal zurück. Und vielleicht auch hier vorne natürlich mit dem Strommast. Da haben wir vielleicht vermutlich das gleiche Problem. Jo, sehr gut. Das bringt uns auch nochmal 2.000, 3.000 Euro hier, dieser Auftrag. Und so macht sich dann langsam hier der gute Topliner bezahlt. Ja, aber hier fahren wir jetzt erstmal ein Doppelgewände, Vorgewände, weil wegen der Straße, sonst fährt er nämlich hier in die Straße. Cool gemacht hier mit den Betonsockeln. Sehr schön. Ah, da kommen wir da rum. Ja, da kommen wir rum. Okay. Ja, also ich glaube, die Anschaffung hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Der war ja auch im Gebrauchtshop. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat deutlich größeren Tank. Den müssen wir nicht so häufig abtanken. Und dann eben auch, ja, ein Meter breiteres Schneidwerk. Und ich glaube, das passt hier ganz gut auf die Map. Damit kommen wir ganz gut zurecht. Felder sind ja nicht ganz so groß, so wie in unserem anderen Projekt Big Farm auf Neubabelshagen. Da fahren wir natürlich ganz andere Maschinen. Da fahren wir einen großen X9 Johnny natürlich mit einem großen Schneidwerk, mit einem großen Maisgebiss. Und da sind wir ja auch gerade im Moment an der Ernte, an der Maisernte. Also wenn ihr da Bock habt, dann schaut doch mal einfach auf dem Projekt vorbei. Neubabelshagen, das Big Farm Projekt hier bei mir auf dem Kanal. So, dann können wir jetzt gleich mal anfangen, Ballen zu wickeln mit dem Göweil. Zack. Schauen wir mal, so passt das, oder? Ja. 29%, ja, der wird noch 2-3 Bahnen fahren müssen, bevor wir den hier abtanken können. So, der Kollege, Motor an. So, jetzt müssen wir mal schauen, ganz kurz. Helfermenü. Zack, Pick abheben, Ballenpresse abschalten, automatische Ablegen anschalten. Das machen wir auf jeden Fall. Und sonst Motor stoppen und Dingenskirchen. Okay, passt. Dann soll er hier mal anfangen. So. Ah, cool. Das ist ja cool. Fährt der Schlitten da drunter und holt sich den Ballen. Coole Sache. So, und legt den ab. Und ich hoffe, dass er nicht davon rollt. Oh, er ist schon wieder fertig. Sehr schön. Ja, haben wir ein bisschen was stehen lassen, aber ist okay. Auto gefällt mir gut. Sehr schöne Sache, der Göweil. So. Ja, ist auch ein bisschen zügig unterwegs. Gar keine Frage. So, und 100. Jo, und ansonsten bietet sich ja hier auf jeden Fall hier für diese Map und das neue DLC an, das in Kürze ja kommen wird. Am 13. soll es, glaube ich, soweit sein. Da kommt das Hay and Forage Pack mit entsprechenden Maschinen, Fahrzeugen und Gerätschaften, damit wir hier auf jeden Fall hier in den Bärschen oder hier in der Hanglage so, auf jeden Fall interessant arbeiten können. Das wird auf jeden Fall genau die richtige Map dafür sein, um mit diesen Gerätschaften zu arbeiten. Hier von
Na. Leg ab. Sehr gut. Okay. So, mit Gerätschaften von Reform oder Rigitrack und was es da alles gibt. Dann natürlich auch noch Verschiedenes hier von Reiter und Reform und Ähnlichem. Also das wird cool, das wird auf jeden Fall hier angeschafft und dann werden wir hier auf dieser Map damit arbeiten, mit den entsprechenden Geräten aus dem neuen DLC, das in Kürze kommt. Am 13.06. soll es soweit sein. So, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu schnell. Aber coole Sache ist dieser Göwerl auf jeden Fall. So, zeigt er eigentlich schon mal an, wo unser Drescher sich befindet, beziehungsweise wie weit er ist. Jetzt fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich die Ballengröße eingestellt? Nee, oder? Was für Ballen? 3, 5. Ich glaube, das sind die kleinen, gell? Naja, okay. Wenn wir es jetzt umstellen, das bringt jetzt nichts mehr. Weil wir dann die nicht mischen können beim Laden. Jetzt müssen wir mal schauen, hätten wir da was ändern können. Tempo, Ballenzähler zurücksetzen. Hm. Da habe ich jetzt nicht ganz drauf geachtet, aber gut, gut. Dann ist es eben so. So, wieder ein bisschen zurück. Aber das hier mit dem Schlitten, das finde ich irgendwie poppig. Also das gefällt mir. So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz aufpassen. Komm, leg ab. Sehr gut. Jetzt beinahe gecrasht. Komm, fahr. So, einmal hier über die Straße. Und dann werden wir hier nämlich mal anfangen. So. Sehr schön. Und da ist er wieder voll. Oh, schon wieder. Ja, geht doch ganz schön zügig. Hat auch noch diesen Zusatzton, ich vermute, damit er eben anzeigt, dass man auch wieder weiterfahren kann. Coole Sache. Nicht schlecht. Sollten wir, glaube ich, öfters mal einsetzen, Göweil. Schon wieder voll. Aber das... Ah. Ja, jetzt haben wir leider... Jetzt waren wir ein bisschen zu schnell für den Ballen. Jetzt müssen wir den ein bisschen hier wegdrücken. Okay. So, bietet sich übrigens auch die Gelegenheit, mal ganz kurz zu gucken, was unser Drescher macht. 81, ja, okay, dann können wir den jetzt schon mal abtanken. Zack. Dann fahren wir hier mal mit unserem Valtra ran und werden hier das erste Mal abtanken. Jo. So, da müssen wir aber hinten aufmachen, sonst wird das nichts. Die Plane muss runter. Ja, ja, da kann der noch ein paar Bahnen fahren. Auf jeden Fall. Also muss ich nur aufpassen, ob er dann vorwärts fährt und wendet oder ob er dann hier rückwärts das Ganze macht. Nicht, dass wir hier mit dem Abfahrer im Weg rumstehen, aber nö, das passt gut. Der fährt vorwärts, oder? Jep. Gut, dann können wir den hier jetzt wieder ausschalten. Und er hier fährt mal weiter. So, jetzt müssen wir ein bisschen besser aufpassen.
Ja, vor allen Dingen, dass eben der Ballen auch abgeladen wird. Oh ja, man hört so richtig, wie er auch die Folie zerschneidet. Auch die Wicklerei hört sich richtig cool an, guter Sound. Jo. So, fahren wir mal hier rum. Geladen, gut. Sehr schön, das klappt ja gut mit dem Geweih. Ja, da haben wir noch ein bisschen zu tun, bis die ganzen Ballen hier abgeladen sind, beziehungsweise müssen wir die ganzen Ballen hier verarbeitet haben. So, dann fahren wir hier lang. Und mit dem Blick hier auf den Case mit dem Göwal-Ballenwickel soll es das auch mal wieder für die heutige Folge gewesen sein. Wir spielen unsere wunderschöne Alpenmap Neumedibrunn. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde es mich doch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge auch wieder einschaltet. Hier bei mir, dem Baden-Farmer und dem Landwirtschaftssimulator 22, unseren Projekten Alpenmap oder Big Farm. Ich sage recht schön Dank, bis zum nächsten Mal und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio.